Willkommen zurück zu Mario Party! Jetzt geht's hier weiter beim Minispiel in so einer komischen Burg. Ich denke mal, es ist so Bowser-like. Hier sehe ich auch schon Bowser Fast, Bowser Schlüssel, Master Key, wie auch immer. Glühbirne-Tanz! Das ist ja chillig. Das ist ja richtig chillig. Müssen wir wahrscheinlich nur ans Ende gelangen. Ja, kein Problem. Ich hab sogar die Lampe, ey. Komm, darf ich nur nicht wieder als Bösen werden, dann geht das. Dann jedes. Na, mal gucken, wer Dina als Böse wird. Mario folgt mir auch nicht immer, oh blöder Stalker. Spaß. Oh oh, so viele Geister. Are you serious? Are you fucking serious, man? Sind es jetzt mehr, nur weil es hier Minispielinsel ist? Oh fuck. Luigi's Dina des Bösen. Er kennt sich aus mit in Luigi's Mansion, Mann. Es geht mit dem ab, wie schlecht der ist. Und alles sind Dinas Bösen. Na scheiße, Mann. Muss ich ja richtig jetzt skillen, um das noch zu schaffen. Nein! Dina des Bösen. Los, schmeiß die Lampe noch ein, Honk! Nein! Yes! Puh! Ganz schön knapp! Und tschüss, Mann, ihr blöden Geister! Finish. Luigi war echt lächerlich gerade. Luigi's Mansion ist Geister einsauen und jetzt lässt er sich von der einfachen Boos hier ownen. Egal. Oh, Gravel Boil. Oder Krabbel Boil. Ich sag mal Gravel Boil. Das weiß ich viel cooler. Egal. Was müssen wir hier machen? 15 Münzen. Oh, 3 Säckages. Bei Gravel Boy hat man so viel Zeit, es sollte eigentlich möglich sein. Boah, haben die alle viel Kohle! Und ich habe nur so einen kleinen Sack. Donkey Kong hat nur einen kleinen Sack. Schon wieder so ein perverser Part. Ja, von mir kannst du nichts klauen, du Honk. Wieso geht das nicht? Ich will jetzt auch mal von wem was grabben. Ja, lol. Ah, endlich! Jo, ein Säckage. Jetzt darf ich ihn ja natürlich nicht mehr erwischen lassen. Und Peach hat mich. Ja, Säckage schon wieder weg. Säckage, komm schon. Yes. Nein, von mir kriegst du nichts. So, so muss es sein. Säckage, noch ein Säckage. Müssen wir hier ein bisschen Platz schaffen. Und jetzt bist du... Nein. Puh. Oh, Säckage. Yes, jetzt muss ich halt nur überleben. Ohne was zu verlieren. Oh yes, oder noch was dazu gewinnen. Oh, eine Münze, naja. Ich hoffe, ich mal überlebe jetzt einfach nur. Oh nein, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht, Idiot. So, haben wir es nicht geschafft. Finish. Super. Clear. Super, super. Läuft doch gut. In diesem Part, bis jetzt. Ja, die asozialen Spiel kommen noch. Was haben wir hier? Draußen bleiben. Oh, das ist auch wieder einfach. Vor allem, wenn ich den Schlüssel habe, dann mache ich das gerade solo hier durch. Ist dann nicht so das Problem, gerade hier durchzurushen. Where's the problem? Nicht der anderen passen, die versauen sie mir nachher nur. Also von daher. Der muss dann über so einen Honk drüber springen und dann den Schlüssel reinhauen. Wo ist das Problem? Ganz ehrlich. Ja. Boah, schwer, ey. Boah, es ist schwer. Richtig einfaches Mii-Spiel. Gewinnt ja auch eigentlich immer jeder. Oh. Die Blöcke auf Super Mario Land. Vom Schalterpalast. Naja, egal. Schwing, schwing, so können wir Leben farmen, wenn es einfach ist. Jetzt kommt ein schweres Spiel. Bowsers Knallfall. Aber in irgendeinem Part habe ich ja herausgefunden, dass wenn ich schweige und keinen Kommentar dazu abgebe, dass ich es dann schaffen kann. Also mache ich das auch mal. Ich werde jetzt nichts kommentieren. Puh, am Ende habe ich irgendwie gefailt, weiß ich auch nicht.
Ja, wenn der so groß wird, wäre ich nervös. Die Augen verdrehen sich. Ich glaube, das ist so echt so gemacht. Weil haben sie, wenn das echt so geplant war, dann haben sie es richtig geil gemacht. Richtig wie die Psychologie von des Menschen wird dabei beeinflusst, finde ich. Weil die Augen sich so bewegen, es hat schon irgendwie einen kleinen Einfluss. Vor der Platz der Ballon bewegen die sich die Augen so komisch, versteht ihr? 90 Punkte, are you serious? Kommt auf eine Grimasse an. Ich kann ja nicht alle, wie ihr wisst. Die kann ich nicht. Das wird ein Fail. Die ist richtig schwer. So vielleicht, keine Ahnung. Naja. Naja. So ist glaube ich richtig. Nee. Boah, es wird nix. Egal, vielleicht kriege ich ja noch was raus. Vielleicht soll ich mal mit der Augenbrauen anfangen. Boah, nee, es wird gar nichts, Leute. Nase so ein bisschen. Oh nee, das sieht ja gar nicht mal annähernd so aus. Lol, ist das lächerlich. Haben sie mir aber noch ein paar Punkte für gegeben, lol, wäre null wert. Null! Ach man, ey. Ja, dafür habe ich ihr Leben halt gefarmt. Blau ist die Massen zackt. Komm, dafür gibt es eine, aber die geht gar nicht. Es kommt bei mir wie irgendwo für Massen. Die kann ich, glaube ich. Doch, die ging, glaube ich, immer ganz gut. Ja, doch, das könnte ich schaffen. Jetzt mein Mund öffnen hier. Open your mouth. Thank you. Okay, irgendwas habe ich falsch gemacht. Oder? Vielleicht die Nase noch ein bisschen senken, kann das sein? Oder hochmachen, ja hochmachen sogar. So sieht's doch gut aus, oder? Mein Mund ist zu weit geöffnet. Ah, 91 reicht aber, endgeil. Puh! Super. Nur ein Leben verloren, das haben wir jetzt schon wieder zurückgewonnen. Super. Was gibt's hier Schönes? Große Münzprügel. Oh yes! Das kann ich. Dit kann ich. Wie viel, was, worum geht's denn? Bald haben wir mindestens eine Münze übrig. Ja, sollte zu schaffen sein. Wie viel habe ich denn? Nicht, dass ich jetzt nur 5 oder so habe. Haha, die K-Face im Bowser sieht auch cool aus. Ach, 20, das ist locker zu schaffen. Einfach mal drauf springen. Los, kommt her, ihr Idioten. Das ist der Trick. So verliere ich wahrscheinlich gar nichts. Das ist der Trick. So könnt ihr, wenn ihr Bowser seid, gar nichts verlieren. Immer auf den letzten drauf springen. Oh. Da hätten sie mich ownen können. Das war ihr Fehler. Jetzt mal so ein bisschen freilaufen hier. Auch so geht's aber auch mit freilaufen hier. Nichts verloren durch meinen Trick hier. Endgeil. 20 Münzen Bonus jetzt. Das hat sich natürlich da gelohnt. Und es gibt dann 2 Leben. Weil ich 100 Münzen habe und extra Leben, weil ich es geschafft habe. Yes. 31. Boah. Skill. Ja, Welt 5 gab es die Fails. Wer Fails will, Welt 5 einschalten. Hier gibt es jetzt nur Skill. Erstmal speichern hier. Und hier ist eine richtig geile Musik. Sehr beruhigend. So ähnlich wie Marius Wolkenburg. Ja, das Ziel ist in greifbarer Nähe. Nur noch ein paar Minispiele. Warten nur. Werde nur nicht unvorsichtig. Okay. In diesem Part wird es wahrscheinlich das Ende geben von der Minispielinsel. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hier gibt es ja auch alle Minispiele zu sehen. Alle Minispiele. 10 Münzen. Die sollten zu schaffen sein, oder? 2 Säcke. Ja, doch. Doch. Los, gib gleich mal einen Sack raus. Oh ja, spring auf mich, du scheiß Bitch. Oh. Ach, hätte ich eh nicht mehr geschafft. Peach hat schon Sack weggeschnappt. Das darf nicht passieren. Denn ist schon vorbei, meiner Meinung nach. Kein Sack verlieren. Oh, es muss alles danach gut laufen. Dann geht es natürlich auch. Die Münze bringen eigentlich gar nichts. Ich brauche die Säcke. Alle. Ja, ich hole mir die Münzen trotzdem, wenn ich es schaffen kann. Ja. Ja, toll, die scheiß Münze hat mich davor abgehalten. Ja, ist klar. 2 Säcke weg. Wie soll ich das denn jetzt noch schaffen? Hammer.
Oh, Sack. Sack. Oh, noch ein Sack. Oh, nee, jetzt krieg ich den nicht. Hab ich ihn gekriegt? Ah, ich bin hier unten. Verdammt, das Minispiel wird auch schwer. Weil ich komme gut auf super hart sind. Oder auf nur hart, weiß ich nicht. Gibt ja allen nicht super hart, aber das ist so gut, sind die nicht auf hart. Bei Minispielen gibt es scheinbar noch super hart bei den schweren Welten. Also bei den letzten Welten. Verdammt. Einfach zwei Säcke holen. So. Ja, haut da gleich einen Sack raus. Hey, komm. Diese alle dagegen springen, ist nervt. Den krieg ich nie ein. Nächstes ist schon mal Wario dann draußen. Das ist vielleicht ganz gut. Sack, 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 Sack. Oh, nee, jetzt können wir nicht mehr gewinnen. Es geht nicht mehr. Ja, Peach nimmt ihn auch nicht. Krieg ich den vielleicht? Ja, ne, es reicht nicht. Fuck, man. Hier gibt's so viele Fails, hier werde ich bestimmt 20 Leben nur haben am Ende. Verdammt. Ist schwer, Leute. Weil die alle dagegen springen und dann kriege ich immer Rückstoß und irgendein Assi nimmt sich das dann. Als ob die alle gegen mich spielen. Wenigstens gibt es die Bitch jetzt nicht mehr. Dann muss es ja zu schaffen sein, weil die ist hier irgendwie overpowered. In dem Spiel weiß ich auch nicht. Nur weil es Brüster schickt Hammerbrüder all sein Geld dann zu Peach oder so. Ja, jetzt sieht es doch schon besser aus, oder? Da haben wir es eigentlich schon. Ich könnte jetzt aufhören, aber ich sammle noch ein paar Münzen. Seht ihr, wenn die Bitch nicht da ist, dann geht das. Na, irgendwie kriege ich jetzt nichts mehr, aber ist egal. Passt schon. Oh, Säcke, schade. Hätte ich noch gern gehabt. Ja, passt. Wie viel? 11? 8? Oh, 18 sogar. Super. Richtig gut. Ist das die Rennbahn? Oh, Rennbahn. Cool. Rennbahn 1. Das ist Rennbahn 1. Da muss ich jetzt auch den Trick nehmen, nicht zu viel vor den Gas geben, wenn man ein bisschen in Schleudern gerät. Ich glaube, am Rand kann man sowieso immer voll Speed bei dieser Rennbahn. Ach ja, der Anfangsstart, den habe ich jetzt vergessen. Scheiße, den kann ich schon mal mehr gewinnen. Jetzt muss ich erst aufpassen, jetzt komme ich glaube ich irgendwann in Schleudern. Ne, doch nicht. Ah, jetzt aber bei inneren Bahnen. Ja. So, und schwuppdiwupp. Ich gewinne sogar noch. Lolz. Obwohl ich Fehlstart hatte. Aha. Was sind das denn für Honks? Super. Super, super, super. Soll ich eigentlich jetzt immer so oft so? Ist ja auch egal. Oh, Hütchenspiel. Einfach. Extra Leben. Extra Leben geschenkt. Das nehmen wir auch gerne. Wenn das umsonst ist, ist das sozial. Deal or no deal, the show. Da ist der Deal. Der rechte. Der ganz rechts. Concentration. Augen mitkreisen lassen, dann geht's. Wisst ihr noch, wo er ist? Es ist ja wohl ganz klar, der untere. Spaß beiseite, wenn ihr es geglaubt habt, dass ich das ernst meine, denn egal, vergiss es. Ah. Epic. Schwupp. Oh, 31. Super. Das Spiel ist es nicht, was ich meinte mit den Türmchen-Scheiß. Da habe ich Angst vor. Turmschläger. Habe ich schon am Anfang der Minispielinsel gesagt, dass ich von diesem Minispiel Angst habe und ja, jetzt ist es da. Ach, scheiße, Mann. Die erste Kiste ist natürlich einfach und dann... Okay, lief überraschend gut diesmal. Ich glaube, ich habe den Dreh raus. Einfach hochspringen, ein bisschen fallen lassen, bis man perfekt ist. Immer. Na, ja, ja. Das finde ich jetzt überraschend super geil. Oh, da ist schon das Ziel, nur hier die Plattform Chaos. Da haben wir es geschafft.
Die Minispielinsel ist dann abgeschlossen. Na. Ich sammle jetzt nicht die Sackages ein. Warum denn? Ich muss ja nur ans Ziel kommen. Bringt mir jetzt nichts. Bin ja eh gleich am Ziel. Also von daher brauche ich die Leben auch nicht mehr. Scheiße auf die Münze. Na gut, den Sack nehme ich natürlich mit, wenn er direkt bei mir ist. Genau wie die Münze. Wie schlecht die Computer einfach sind. Alle ineinander, ey. Flotter Dreier. Darf ich mitmachen? Nein, Spaß. Und tschüss, Mann. Könnt ihr unten weitermachen. Mit euren perversen Spielchen. Boah, wie viel gibt's jetzt? 16. Super. Das Ziel, endlich! Das Ziel! Michael Schumacher ist Erster. Geschafft, das Ziel. Unglaublich, hätte ich nicht gedacht von dir, aber du hast es echt geschafft. Was ist das denn? Jemand reitet auf einer Wolke auf zu uns. Ist das vielleicht... Ist doch tot. Was will der denn? Was ist diese asoziale Wolke von Marius Regenbogenburg? Ist tot. Tut kommt auf der Wolke hierher. Habe ich gesehen. Warte einen Moment. Zu guter Letzt... Ach so, das ist doch tot. Warte einen Moment. Zu guter Letzt musst du noch gegen mich eintreten. What the fuck? Seit wann kann man tot hier spielen? Wir werden eine Runde auf der Rennbahn drehen. Los geht's. Ach, schon wieder Rennbahn. Rennbahn 2 war das, glaube ich, jetzt. Genau, ja, Rennbahn 2. Verdammte. Gegen Tod. Diese Animation existiert nur in diesem Rennbahn 2 Game. Da ist er. Ist das geil. Und der ist auch super hart. Der ist richtig schwer zu besiegen. Ich hoffe, ich schaff's. Schauen wir mal. Bis jetzt sieht's, glaube ich, noch ganz gut aus. Ja. Boah. Ist klar, dass er jetzt voranprescht. Ich hab die... jetzt schaffe ich's nicht mehr. In Schleuder gekommen. Ach, Mann, ey. Das ist aber auch sowas von schwer. Darf man gar keinen Fehler einmachen. Durch den Vorsprung ist das asozial. Ich habe Rennbahn 2 auch schon lange nicht mehr gefahren. Das ist mein Problem. Verdammt, Mann. Nur wegen dem Fail. Sonst hätte ich es doch geschafft. Ey, kommt. Boah, der ist besser gefahren als mein Rekord. Wie soll ich das denn schaffen? Streng dich mir an, um ein Superheld zu werden. Du kannst ja gar nichts. Du willst Superheld sein. Du bist ein Kackbuhn. Gegen dich zu spielen, ey. Schau mal an, wie lächerlich das aussieht, wenn Tut bei Mario Party 1 im Minispiel integriert wird. Ganz ehrlich. Na egal. Voll der Dickschädel, ey. Super Hirn. Ready? Go! Und oh, er hat gefehlt! Das ist unsere Chance. Ja, okay. Chance vertan. Ey, kommt, Leute. Es ist einfach nur Bullshit hier. Richtig schwer. Aber wenigstens verliert man keinen Versuch, wenn man hier failt. Ja, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Kann man es irgendwie abbrechen? Dann teste ich hier ein bisschen aus, wenn ich Vollspeed gebe. Wie schnell kommt man ein Schleudern? Ziemlich schnell. Ich leichte Schleudern nehme ich einmal kurz ab. Und zack. Hier wieder einmal kurz. Einmal kurz. Einmal kurz. Ja, vielleicht ist die einmal kurz Szene hier ganz gut. Einmal kurz da loslassen, den Control-Knüppel. Auf geht's! Ja, deine Mutter geht auf. Naja. Naja. Ach so, hier darf jetzt den Start nicht... Der Start nicht fail. Ja, jetzt macht tut natürlich kein Fail mehr. Einmal Control-Knüppel loslassen. Ja, es geht gut. Und Control-Knüppel loslassen. 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 So. Hier können wir, glaube ich, mehr Speed geben, bevor wir loslassen. Oh, doch nicht. Ey, kommt. Wieso denn? Wieso war überhaupt das mit Loslassen schlecht? Weil Tod irgendwie besser ist. Man darf nur leicht loslassen, aber bei dieser Risikostrategie muss sie bleiben. Sonst wird es ja gar nichts für ein Fail und so schlecht wie eben. Ja, egal, machen wir es ja nochmal. Und ja. Okay. Ja, ich blick zuversichtlich einfach in Zukunft aus und los geht's. Und vielleicht fehlt er ja schon am Anfang. Aber wieso soll er das tun, wenn er so ein geskillter PC ist? Naja. Schauen wir mal. Und yes. Ja, er hat gefehlt!
Epic. Jetzt, na, ich auch. Aber es ist wieder ein Gleichstand zwischen mir und Tut. Na, den kriege ich wohl nicht mehr, oder? Oder? Ich weiß es nicht. Sieht hier gar nicht so schlecht aus. Oder? Komm schon. Oh yes! Oh yes! Oh yes! Ziel! Schockgesell! Ähnlich geil! DK1! Geohnt! Ich wusste, wir es in den Welten der Wartburg leicht zum Superhelden werden. Sehr gut, Donkey Kong. Nur du kannst strotzend vor Stärke ein echter Superheld sein. Immer modisch mit einer Fashion-Krawatte und mehr. Das ist ja geil. Sehr modisch, ne? Ja, macht ja einen auf Gentleman, Guys. Ein echter Superheld. Sein. Achso, steh. Mach weiter mit deiner guten Arbeit. Von an zählen wir auf dich. Lol. Komm bald wieder zum Spielen auf die Minispielinsel. Wir freuen uns darauf. Also, DK, herzlichen Glückwunsch. Ja, kein Problem. Möchtest du das Spiel abspeichern? Jo, warum nicht? Bam! Und schwupp! 33 Versuche zum Schluss auf alle Minispiele geschafft. Schwupp! Geschafft! Dann lasst uns nach Toot City zurückkehren. Jo, Leute, das war die Minispielinsel. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Im nächsten Part zeige ich euch mal alle Zimmer und vor allen Dingen auch das Minispielzimmer, wo auch nochmal was Schönes auf uns wartet. Also bis dann, haut rein, ich wünsche euch einen schönen Tag und tschüss, bis dann, ciao.